So, Freunde, und moin zusammen. Jo, willkommen zum neuen Video. Mal wieder hier aus meinem kleinen Büro. Und wie ihr sehen könnt, habe ich ja hier den einfachen Stuhl, einen richtig klapprigen Tisch stehen. Darauf montiert mein Trustmaster TSXW Lenkrad, unten die Pedale. Und das ist alles mein Anfang. Klar, das wird auch noch dementsprechend weiter ausgebaut. Und die Firma Speedmaster, die sitzt bei mir hier in der Gegend von Köln, die ist auf mich zugekommen und hat mir kostenfrei zugeschickt den Speedmaster Wheelstand. Das ist auf jeden Fall schon mal ein deutliches Upgrade, so dass ich diesen Gammeltisch loswerden kann. Und bleibt auf jeden Fall bei dem Video komplett bis zum Ende dran, denn ihr habt die Möglichkeit, so einen auch noch zu gewinnen. Aber jetzt gucken wir uns den erstmal an. Los geht's. So, wie ihr sehen könnt, habe ich den Karton vom Wheelstand jetzt soweit ausgepackt. So sieht das Teil aus. Das ist natürlich jetzt zusammengeklappt. Das ist aber auch einer der größten Vorteile von diesem Wheelstand. Heißt, man kann das Lenkrad montiert lassen und das Ganze nachher zusammenklappen. Testen wir dann gleich auch mal. Und schön platzsicher verstauen. Das ist auf jeden Fall natürlich so ein Vorteil, damit das Teil nicht wie so ein riesengroßer Rennsitz komplett im Weg steht. Genau, also dabei ist hier diese komplett vormontierte Haltevorrichtung, sage ich mal dazu. Dann haben wir hier noch einige Schrauben, müssen wir gleich mal gucken, wo die hinkommen, und noch ein paar Sticker. So, testen wir jetzt mal den Aufbau. Ihr seht, ich habe mir das so hingelegt. Also der Vorteil ist auf jeden Fall schon mal, wir haben hier überall in den Auflagepunkten starke Gummierung. Das merkt man auch, das liegt auch sehr gut auf dem Boden. Und jetzt gehen wir hin, heben den Teil hoch. So. Ja, je nachdem muss man das dann so ein bisschen ausrichten, aber ihr seht, da haben wir auf jeden Fall einen ordentlichen Winkel, den wir machen können. Und das ganze Ding steht auf jeden Fall robust. Und dann können wir natürlich auch noch hier die Entfernung ändern. Und da müssen wir gleich die Schrauben einsetzen zum Fixieren. So, damit wir diese Stange jetzt hier fixieren, bin ich hingegangen und habe jetzt hier die erste Schraube eingesetzt. Das sind diese Schnellverschlussspanner, zack, und dann kann man den soweit fixieren. Das wird ganz einfach gemacht. Einmal hier die Mutter entfernen, das Teil durchstecken, Unterlegscheibe nicht vergessen, die kommt mit drauf. Ja, im nächsten Schritt müssen dann nochmal vier von den Schnellspannern befestigt werden. Und die zwei habe ich jetzt hier schon reingemacht. Jetzt kommen hier die nächsten beiden. So, nachdem wir das Teil jetzt soweit fertig aufgebaut und die Schrauben montiert haben, steht das auch sehr, sehr gut auf dem Boden. Und nochmal, wir haben hier die Gummifüße drunter, dadurch ist es auch geschützt. Erstmal. Ja, das ist echt schon gut und hier ist passiert auch nichts, wenn wir damit einfach mal über den Boden ein bisschen rüberrutschen. So, als nächstes folgt jetzt die Montage. Dafür habe ich hier das Lenkrad schon mal soweit abgeschraubt und hier haben wir jetzt ein Befestigungsloch dafür, genauso wie auch bei den Pedalen hier drei. Schrauben habe ich jetzt keine dabei erhalten, die kann man aber auch im Shop sonst bestellen, aber bei mir ist das gar kein Problem, ich habe mir so ein komplettes Set zusammengestellt und Proxon habe ich auch gutes Werkzeug, dementsprechend passende Schrauben und Schraubendreher, also los geht's, befestigen. So, bevor wir mit der Montage des Lenkrads hier auf der Halterplatte oben beginnen, gehe ich jetzt hin, richte mir die ungefähr mal aus und dann haben wir hier drüben eine 13er Nuss und hier drüben einen, ich glaube 6er war es, genau, 6er Inbus. Und dann machen wir das Ding auch noch fest. So. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir das gegebenenfalls noch ein bisschen ausrichten müssen. Ja, jetzt als nächstes das Lenkrad drauf. Und das Ganze müssen wir dann ein bisschen ausrichten. Müssen wir mal gucken, wo wir da die Schraubenlöcher haben. Und dann werden die zwei da unten fixiert. So, weil die Aussparungen jetzt hier für die Schrauben doch relativ groß sind, habe ich mich dafür entschieden, zusätzlich noch eine Unterlegscheibe zu verwenden, damit wir die Kraft einfach noch ein bisschen größer flächig verteilen. So, wie ihr sehen könnt, ich befinde mich jetzt schon an der Montage hier von den Pedalen und das gestaltet sich etwas schwierig, weil die Schrauben genau quasi hinter der Stange liegen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hingehen und diese Haltevorrichtung im Boden demontieren. Dafür nehme ich hier einen größeren Inbus, der hat die Größe 8, genau, und entferne hier oben die beiden Schrauben, damit wir so von unten rausziehen können.
Ja, nachdem ich die Bodenplatte jetzt soweit hier komplett rausgenommen habe, komme ich natürlich viel einfacher überall an die ganzen Stellen dran. So, jetzt können wir nämlich hingehen und die Platte soweit noch mal ein bisschen ausrichten. Sieht auf jeden Fall besser aus. Fixieren und dann das Ganze wieder schön zusammenschrauben. So, Freunde. Ja, so sieht das Ganze jetzt im fertig aufgebauten Zustand aus. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Die Sticker habe ich soweit jetzt auch an die drei Positionen drauf gemacht. Das ist ein ganz schönes Teil. Steht auf jeden Fall sehr solide da. Lenkrad ist optimal positioniert. Kann man sonst ja auch noch in der Neigung ein bisschen machen. Vor und zurück können wir natürlich die Pedale auch noch machen, falls wir das haben möchten. Das muss man dann individuell einfach anpassen. Ja, jetzt gehen wir natürlich auch nochmal hin und testen mal auch, ob das Ganze leicht und einfach und auch platzsparend zusammenklappbar ist. Dafür löse ich jetzt hier die vier Haken. Und da kommt es langsam runter. So. Können wir das hier ein bisschen neigen. Und dann haben wir das wirklich in einem ganz kompakten Maß und können das hinterm Kleiderschrank oder was weiß ich wo ganz gut verstauen. Ja, jetzt hier auch nochmal im zusammengefalteten Zustand zu sehen. So sieht das dann nämlich aus. Einfach nur die vier Haken müssen gelöst werden, zusammenklappen und dann war's das. Lenkrad steht natürlich ein bisschen in der Dicke auch über, aber die Pedale genauso. Und von daher brauchen halt einen Platz, ich sag mal, hinterm Kleiderschrank, neben Kleiderschrank oder irgendwie sowas. Oder unterm Bett vielleicht, dass man es einfach zack runterschiebt, wenn man in der Höhe die Möglichkeit dazu hat. Ja, jetzt bin ich auch noch hingegangen, habe das Kabel hier ganz schön sauber verlegt, einfach mit so ein bisschen Klettbändern noch befestigt und dementsprechend passt das jetzt. Hier habe ich natürlich auch so einen kleinen Abstand beim Kabel gelassen, ein bisschen Flexibilität, damit das Lenkrad natürlich auch noch ein bisschen Bewegungsfreiheit hat. Heißt, wir können jetzt hier bis hierhin gehen. Den Winkel brauche ich natürlich jetzt gar nicht, aber wenn ich das zusammenklappe, ist es ja ungefähr so ausgerichtet. Und beim Zocken wird es ja irgendwo, genau, wo ist das Lenkrad gerade? Genau, irgendwo so in dem Bereich sein. So, ich habe den Wheelstand jetzt soweit komplett aufgebaut und auch ein bisschen ausgerichtet. Ihr seht das, das ist jetzt so meine Lenkradposition hier vor dem Stuhl. Da brauche ich definitiv mal was Anständiges. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe das auch noch hier ein bisschen weiter reingeschoben. Dann konnte ich den Winkel noch mal ein bisschen anders machen. Gefällt mir so von der Sitzposition ganz gut. Pedale lasse ich soweit ganz hinten bis zum Anschlag. Kann man natürlich auch, wie gezeigt, noch in der Entfernung variieren. Ja, dann habe ich jetzt noch zu Weihnachten Geschenke gekriegt, F1 2015 und Dirt Rally. Dirt ist gerade am Installieren. Bei F1 war ich jetzt gerade schon mal drin. Da gibt's aber keinen Nürburgring. Ich dachte eigentlich, deswegen wollte ich unbedingt das 2015er haben. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, bei welchem Formel 1 der Nürburgring noch dabei ist, weil den fahre ich ja wirklich am liebsten. So, Freunde, da seht ihr ihn schon. Z4 GT3, richtig geiler Wagen. Danke nochmal an die Tippgeber. Und dann können wir jetzt mal gucken, ob ich ein bisschen was hinkriege. So, los geht's. So, der DB9 hat keine Chancen, da ziehe ich weg. Ah. Also es macht tierisch Bock. Und jetzt achtet mal auch... Boah, scheiße. Boah, Stau hier. Nein, 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 hau ab, hau ab, hau ab. Achtet auch mal so ein bisschen drauf, wie ich mich jetzt hier mit dem Lenken und mit dem Gasgeben verhalte mit dem Wheelstand. Also ihr seht, ja, hier oben an der höchsten Position ist ein bisschen wackelig, das stimmt. Aber wie gesagt, das merke ich jetzt hier beim Zocken absolut nicht. Das steht auf jeden Fall ganz stabil da. Wenn ich dieses Überlenken hier wieder merke, ne, seht ihr, ich habe keine Einstellung in Assetto Corsa gefunden, damit man das irgendwie begrenzen kann. Ich hatte das Lenkrad jetzt mal am PC vom Kollegen dran. Da gibt es so eine Einstellung, dass ich das einfach beschränke, wie viel Grad das einlenkbar ist. Gibt es so eine Funktion auch bei Assetto Corsa? Also wenn ihr mir da helft, wenn es das gibt, das wäre natürlich ein Traum, wenn ihr mir sagt, wo das geht. Ja, also ihr seht, das Ding steht wirklich robust. Das Wackelige ist jetzt mein beschissener Stuhl. Da brauche ich auf jeden Fall was Neues. Oder aber meine Idee klappt. Oh scheiße, viel zu schnell, viel zu schnell. Dass ich im Januar, Februar ungefähr noch was Neues mache. Das heißt, dieses ganze Set hier nochmal komplett ändere. Und dann gibt es wahrscheinlich, wenn das alles funktioniert, was ich da als Idee habe, noch ein geiles Gimmick für euch. Also ein richtig fettes, sagen wir es eher so. Genau. Ja, dementsprechend macht mir auf jeden Fall tierisch Bock. Ich denke, das Ding habe ich euch gut gezeigt. Sieht gut aus.
steht gut da, ist vom Preis her absolut top mit 129 Euro, wie ich finde. Denn dieses andere, was diese Stange in der Mitte hat, hatte ich auch gesagt, ich fahre mir eine Scheiße zusammen, liegt bei über 200 Euro. Was ich dafür doch ein bisschen teuer finde, für 129 Euro, denke ich, kann man nichts falsch machen. Und wie gesagt, zusammenklappbar, dann gibt es auch keinen Stress. Wie sagte mal ein Abonnent, beziehungsfreundlich ist das dann dementsprechend. Zack, zusammengeklappt, weggeräumt. Und dann ist das noch eine coole Nummer. Yo. Aber in meinem Büro habe ich ja Platz und da kommt noch was, genau. Ja, jetzt habe ich lang genug gelabert. Jetzt wollt ihr natürlich unbedingt wissen, wie ihr das Teil hier gewinnen könnt. Also vielen Dank nochmal an die Firma Speedmaster, dass sie erstmal mir eines zur Verfügung gestellt haben. Und im zweiten Schritt habt ihr jetzt nämlich die Möglichkeit, auch eines zu gewinnen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr müsst erstens natürlich meinen Kanal abonnieren. Und im zweiten geht ihr hin und schreibt in die Kommentare, warum ihr das Teil gewinnen möchtet und womit ihr dann zocken wollt, sei es Xbox, PC oder PlayStation. Und ja, genau. Oh, das war natürlich gar nichts. Ach du Scheiße, ich bin ja auch mal wieder Letzter. Ja, ihr seht, ich habe auf jeden Fall den Winter was vor, muss noch ordentlich trainieren. Genau. Ihr könnt mitmachen bei YouTube, unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mitmachen aber auch über Facebook, über Instagram. Ich poste das ja überall. Und schreibt einfach in die Kommentare, was ihr gewinnen wollt. Und den Gewinner werde ich per Nachricht benachrichtigen und informieren. Und dann kriegt ihr das zugeschickt. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt es gerne in die Kommentare. Signalisiert es mit dem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich habe noch ein paar Runden vor mir. Ich muss auf jeden Fall noch trainieren. Ihr seht, was ich mir für eine Scheiße zusammenfahre. Und dementsprechend lasst gerne einen Daumen hoch. Kannst du vergessen, ey. Scheiße. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich irgendwie dieses Lenkrad hier begrenzen kann. Wenn das jetzt hier bis dahin irgendwo so Formel-1-Style geht, das wäre noch ganz cool. Danke euch. Daumen hoch und tschüss.